Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Episode 28 vom Winterlichen The Crew 2. Und wir starten direkt in die erste Mission. Das erste Event, und zwar hier das Low Altitude, White Mountains. Dieses Mal sind sie wirklich white. Ausguck. Das sah aber eher so fast nach einem Linksaus, nach einem Teleskop. Autsch. Just because you've mastered everything out there so far doesn't mean that you're done. Sophia and I came up with new concepts. We might just do that again, and then let's see how well you handle yourself. Remember, you've always got to keep pushing your limits. So kann man ein Flugzeug auch landen. Thank you.
natürlich lande ich im Baum. Oh, Gesundheit, danke. Es ist zwar keiner anwesend, aber reiner Automatismus. Lande ich im Wasser? Aber nur knapp. Autsch. Was sind das denn hier für Stromschnellen? Das macht das ja richtig spannend. Gefällt mir. Was ist das da für ein See? Hat er irgendeinen größeren Sinn? Nö. Aber es gibt natürlich ein Dock, also ein Steg. Ja, nein. Und wieder ist kein Winter mehr. Ich kann mich ja jedes Mal, kann ich mich drüber amüsieren. Ich bin über die Leitplanke drüber gesprungen.
glaube, ich muss mal dringend meine Kleider wechseln. In welche Richtung sollte man hier am besten escapen? Nach Süden. Oh ja, ein Rally Raid Event. Das ist jetzt genau das Richtige. Lots of obstacles on a course like this. But when I drove here, I always kept one eye on the distance to plan ahead. And that's free advice. You should take it if you want to do as well as me. I'll be keeping an eye on you. See if you measure up. Cleanup crew to the information center. Cleanup crew to the information center. Ich glaube, so sollte man nicht unbedingt fahren, aber ich mach's trotzdem. Ja. Halt doch deine Schnauze, du
selbstgefälliger kleiner Rotzlöffel. Wir purzen erstmal die Lootkästen vom Berg. Schauen wir mal, welche Kiste als nächstes dran ist. Die Driftkiste. Sonst irgendwas, was ich definitiv jetzt im Moment gerade upgraden muss. Komm her. Man hätte mal so ein Driftrennen über die ganze Karte machen müssen. Hey, Alter, was das für ein riesen Gaudi geworden wäre, glaube ich. Ja, außer man kann nicht driften, dann ist es keine Gaudi. Thank you.
Mann, die Reifen, die sind doch schon längst runter. Das ist das, woran ich eigentlich immer denke, wenn ich echte Autos driften sehe. Die armen Reifen. Die arme Umwelt. Damit sollte ich nicht anfangen. Damit schieße ich mir noch selbst ein Eigentor. Ich glaube, ich muss dem Boot einen neuen Anstrich geben, damit ich es leichter vom anderen unterscheiden kann. Ich muss immer genau hinschauen, welches Boot ich gerade auswähle. Ich glaube, ich bin irgendwie falsch abgebogen. Voll tanken und dann wieder ins Wasser. This is the famous Lighthouse Regatta. You can see 8 different lighthouses from the course, though rumor has it you can actually spot 10 if you're good. I only saw 8 and I'm very good. Ja, du bist super gut. Besser geht's nicht. Performance Level von dem ist tatsächlich besser. Dann nehmen wir das Boot. Aber eine Regatta ist doch mit Segelbooten und nicht mit Motorbooten. Oder bin ich jetzt, verwechsel ich jetzt hier was, bin ich hier schief gewickelt?
Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Augen für irgendwelche Leuchttürme. So gewinnt man ein Rennen, indem man den ersten dann noch kurz abdrängt. Kein Loot, ach doch. Bin mir bei der, auf der ganzen Karte, wenn man die mal komplett rauszoomt, da gibt es so ein paar Orte, die anscheinend außerhalb der Reichweite oder außerhalb der betretbaren Zonen ist, die ich aber mich dann frage, warum gibt es die auf der Karte? Warum sind die da? Einer dieser Orte ist zum Beispiel auch diese Insel hier. Das ist sozusagen die Lost-Insel, weil hier sieht man, da ist irgendwas abgestürzt. Das sieht nach einem abgestürzten Flugzeug aus. Da müsste ich mal irgendwann mal hinfahren. Auch hier, das soll ja wahrscheinlich eigentlich, sollen wahrscheinlich die Bahamas darstellen, aber kann man auch nicht hin. Und wahrscheinlich ist es so ähnlich wie das hier oben. Das wird dann wahrscheinlich normalerweise Neufundland sein, aber da kommt man nicht hin. Wo schickt denn der mich jetzt lang? Ich will jetzt nicht über die halbe Karte fahren, um zu diesem komischen. Das tut er aber. Der will jetzt. Nee, mach ich nicht. Keine Chance. Zu früh. Ah, da vorne ist eine Straße, die kann ich nehmen. Ich möchte mal wieder ein Demolition Derby machen, ja? Damit ich auch diese Mission hier, diese Herausforderung endlich mal abschließen kann. Aber es gibt echt nicht viele Demolition Derbys. Oh mein Gott, mit dem Formel 1 Auto durchs Wasser, durch die Furt. Und es hat geklappt. Es hat geklappt.
zieh dem Formel-1-Wagen mal ordentliche Rallye-Reifen auf. Und mach mal die Höhe ein bisschen höher. Und dann schauen wir mal, was wird. Das hat das, glaube ich, hier. Hat das überhaupt schon mal jemand versucht? Ein Formel-1-Auto oder halt einen Open-Wheeler so umzubauen, dass er als Rallye-Wagen taugt? Das wäre doch mal eine super Idee. Er wollte mich an irgendwas erinnern, aber ich habe ihn mehrmals unterbrochen. Jetzt hat er wahrscheinlich keine Lust mehr. Wow, durch Höhlen durch. Unglaublich. You're giving me a run for my money. Das Spiel überrascht mich doch immer wieder. Hier könnte man wahrscheinlich auch überall gut übers Land abkürzen. Aber der Höhlenabschnitt, der hat's in sich, ey. Geiles Rennen. Absolut geiles Rennen. Smoking areas have been provided.
Machen wir gleich das nächste Escape. Schaffe ich das überhaupt? Ich schaff's echt krass. Aber da gibt's mit Sicherheit deutlich bessere Wege. The lantern sure give this course a special look. Just don't get distracted by the pretty lights, or you'll have yourself a special crash. Wie ist das denn jetzt gemeint? Focus on the course, not the competition. Hier ist doch gar keine Competition. Das ist nur ein Ghost Car. Oder besser, ein Ghost Boat. Quicker than I thought. Oh, kann man ja viel schneller machen hier, wenn man nicht außen rum fährt. Okay.
Ich weiß gar nicht, wie man den Teil der USA hier nennt, hier um die großen Seen rum. Eigentlich fehlt hier noch sowas wie Toronto und andere große Städte. Ottawa ist da auch nicht weit weg. Montreal. Aber gut, das ist jetzt dann schon Kanada, klar, aber es ist eigentlich so nah an den USA dran und auch an den Seen dran, dass es eigentlich schon fast eigentlich in The Crew 2 zugehört, finde ich. Vor allem auch deswegen, weil das Spiel von Ubisoft ist und Ubisoft zu einem großen Teil in Kanada sitzt. Ich glaube sogar, dass Ivory Tower, das Entwicklungsstudio von The Crew 2, dass die in Montreal sitzen. Oder Toronto, egal, also auf jeden Fall in Kanada. Ich wette, das Rennen, das gleich startet, das geht auch durch diesen Tunnel durch. Wer ist eigentlich diese Lisa, die da immer mitfährt? Ist das Lisa Simpson? Lisa Gerard? Lisa Miskowski? Thank you.
Das sind bestimmt die Vornamen der Entwickler und Designer und der Manager. Oh, hier ist eine Abkürzung. Haha, die habe ich gesehen auf der Minikarte. Pissose hat endlich Lust, mit mir zu fahren. Der König. Don't lose your cool, but you just hit number two on the list. That means you can finally take on Tio and prove once and for all who's the best racer on the street. Warum will er eigentlich nicht Edgar genannt werden? Und wie kommt man von Edgar zu Tio? Ist für mich nicht wirklich eine Abkürzung. Aber ich bin auch kein Englisch. Native, also. Kann ja 100.000 Gründe haben. Gut, gehen wir noch zu den Niagara Falls. Die will ich mir mal anschauen. You're closing in on number one on the list. I know you'll get there. Just keep on keeping on. Tio's gotta be feeling the heat, cause you are on fire. So you're top five on the list. I guess the list isn't what it used to be. It's up to me to clean it up and put you back in your place. Ja. Polter du nur weiter. Ich weiß ja, dass wir nicht in der Realität, sondern in einem Videospiel sind und das auch, oh mein Gott, ich erkläre wieder viel zu viel. What the fuck? Wo ist mein Humor?
Das ist irgendwo auf dem See. Da, ich sehe es. Bin ich gar nicht sicher. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Bin ich jetzt auf der Seite der Fälle? Bin ich da auf der Oberseite oder auf der Unterseite der Fälle? Der Niagara-Fälle. Aber ich glaube, ich bin auf der Oberseite. What? Ich bin gerade außerhalb der Area gewesen, der spielbaren Area. Das sollen die Niagara-Fälle sein. Ernsthaft? Das ist ja gar nichts. Warum kannst du nicht fahren? Alter, die Strömung ist so stark, dass ich nicht umdrehen kann. Also das finde ich wirklich nicht wirklich... Also, nee. Das sind nicht die Niagara-Fälle. Ist viel zu klein. Oh, alle Landscape-Foto-Ops complete. Aha.
Oh, wieder ein Loot. So viele Steine hier. Die Bäume sind nicht so schlimm, die Steine. Nein, nicht auf die Straße. So, jetzt gehen wir zurück ins Hauptquartier und machen da noch ein paar Sachen und dann mal eine Pause. Da geht's eh nicht weiter. Ich muss mir noch überlegen, wo mache ich denn als nächstes weiter. Hier sind so viele Straßen und so viele Locations und keine Events. Dann machen wir wahrscheinlich mit Great Lakes Buoy Smashing weiter. Und dann wieder nach Detroit. Ja, irgendwie so. Okay. New Custom Items. So, erstmal schauen wir uns an, welche Autos wir noch customizen können. Fast nur blaue Items. Ich möchte mal einfach nur einfarbig dieses Auto haben. Ich weiß aber noch nicht, in welcher Farbe. Ich würde ihn gerne mal in Schwarz fahren. Das Dumme ist, man kann leider die Rims nicht verändern. Das würde ich nämlich gerne mal machen, aber das kann man in dem Auto nicht.
So, den können wir jetzt auch mal neu mit einem neuen Livery versehen. Erstmal bekommt der Performance Parts. Ah, nee, ich will keinen The Witcher. Und auch kein Cyberpunk. Und auch kein Rockstar Energy. Und auch kein Gucci. Und auch keine Gendarmerie. Und auch keine Ambulance. Küstenwache? Das ist hier die Küstenwache? Ja, das finde ich eigentlich ganz cool hier. Was hat denn das Auto für eine Grundfarbe? Weiß und so ein Rot. Mhm. Aber ehrlich gesagt will ich die Rims lieber dunkel haben. Das war's schon. Mehr kann ich an dem Auto nicht verändern. An den Visual Parts. Ist schade, weil ich eigentlich, das wäre doch eigentlich das Auto, mit dem man, wenn man hier einen krassen Bumper Front und Heck oder sowas hätte. Geht leider nicht. Schade. Ich bin immer noch nicht zufrieden hier mit dem. Ich glaube, ich werde sie einfach nur removen und ohne Livery fahren. Gefällt mir besser. Okay, den Avatar will ich auch customizen. Wieder. Jetzt will ich nämlich. Ich will nämlich. Bei den Suits, ja. Irgendeinen habe ich doch schon hier von diesen Wassersuits. Den hier. Equip den mal. Und jetzt will ich mal wissen, ob sie damit in einem Boot sitzt, wenn ich damit mit einem Boot rumfahre. Weil ich habe sie noch nie mit diesem Suit gesehen. Immer nur mit dem normalen, mit dem ganz normalen. Mit der normalen Standardbekleidung oder mit dem Racing Overall, also mit dem hier, ja, also. Ich weiß nicht, wie man den jetzt unterscheiden soll. Der eine ist halt fürs Wasserfahrzeug und der andere ist halt für den Rennwagen auf der Straße. So, genau. Jetzt haben wir hier noch ein
ein Vehicle, das wir noch customizen wollten, und zwar das zweite Boot. Das zweite Powerboot. So, customize. Das ist alles? Nee. Lily Satire. Bismarck. Naja, eine Bismarck ist das nicht. Chelsea. Wie kommt die Community nicht wirklich auf interessante Sachen, wenn sie hier diese, also selten zumindest, wenn sie diese Liveries erstellt. Das finde ich ganz cool hier. Okay, da brauche ich keins mehr zu customizen. Und von den, bei den Flugzeugen habe ich also noch gar nichts gemacht. Okay. So, geh mal in die Garage. Ja, genau. Jetzt sieht man ja, dass sie den Suit trägt, den ich ausgewählt habe. Kein Platz mehr für meinen Ford F-150, den ich gerne ausstellen würde. Wo habe ich denn jetzt noch Custom Items? Na, stellen wir mal den Vanquish, stellen wir den mal weg. Oder nee, wo ist mein Mazda? Der ist noch älter. Der steht hier gar nicht. Hangar sollte eigentlich auch nicht sein. Nö. Und ich wüsste auch nicht, was im Harbor sein sollte. Hier stehen schon alle meine Boote. Wieso habe ich zweimal einen? Verstehe ich nicht. Dann muss ich da mal. Hier vorne war eigentlich ein anderes Boot. Da war eigentlich das kleine Jet Sprint Boot, genau. Komischer Bug. Das habe ich nicht geändert hier. So, da konnte ich auch noch ein bisschen Performance Parts einbauen. Nee, gar nicht.
Habe ich oben schon gemacht, stimmt. Gut, dann. Halt, ne, ich wollte nicht das Vehicle wechseln. Ich wollte einfach nur so in den Start rein, so. Kann ich nur irgendwas tun? Icon Points kann ich noch verteilen. Habe ich zwar schon gemacht, aber ist egal. Gut, dann machen wir hier eine Pause. Platsch. Machen im nächsten Part weiter. Im Norden bei den großen Seen. Danke fürs Zuschauen bei The Crew 2 und bis zum nächsten Mal. Ciao.